Also es war beklemmend, verstörend und genial. Ja, das Stück ist von halt, also Fortsetzung von Unter dem Sonnenschein, das ich auch hier vor 3 Jahren gemacht habe. Das ist halt quasi Vorgeschichte und Nachgeschichte, aber halt alles in sehr abstrahierten Formen. Eine sehr bildhafte Körpersprache. Am Anfang, wo man da bloß die nackten Oberkörper, die gekrümmten Rücken gesehen hat. Also ich produziere auch viel Techno und ich produziere auch viel Tanzmusik. Es war halt immer von Anfang an diese dystopische Science-Fiction-Ideen waren immer dabei, von Anfang an. Es war für mich immer schwierig, weil ich wusste nicht ganz genau, wie so etwas ankommen würde. Weil, also beatlastige Musik hörst du natürlich auch nicht so oft im Theater in dem Form. Ich finde das Stück deswegen sehr gut, weil ich großer Techno-Fan bin und Hüseyin hat es wunderbar umgesetzt, diese Atmosphäre zu schaffen mit dem sehr noisigen Techno, mit dem sehr dunklen Atmosphäre. Es geht in ein Stück, eigentlich ist es komplett abstrakt, aber quasi Verbindung zwischen uralten Kulturen und Zukunftsszenarien und dystopische Zukunftsszenarien vor allem. Es war ein total intensives Stück. Ich habe für mich relativ gut nachvollziehen können, vom Anfang bis zum Schluss, dass so eine Entwicklung drin war. Im Großen und Ganzen hat es mir eigentlich sehr auch durch die ganze Intensität, also es war unheimlich intensiv, weil also die Körper haben ja dann auch angefangen so zu schwitzen und man hat also auch gemerkt, dass sie dann so richtig verschmolzen sind mit dem Stück. Intensiv, was man vielleicht mitnehmen könnte, ist komplette Trip. Dass man einfach 50 Minuten lang mitgenommen wird und gewisse Aufbau hat und einfach für mich ist das alles einfach, also kein Tanz oder kein Musikstück in dem Sinne, sondern eher einfach bewegliche Bilder, die man von 5 bis 10 Minuten sich anschaut und sich Gedanken machen kann und also mit der Musik natürlich. Das ist halt für mich das Wichtigste, was man eigentlich mitnimmt.